Ein Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB bereitet seinen Einsatz vor. Am 12. Oktober 1957, gegen 9 Uhr morgens, bezieht er in der Münchner Innenstadt Position und wartet geduldig. Sein Zielobjekt ist ein ukrainischer Exilpolitiker. Zur selben Zeit spielt der Sohn des Exilpolitikers in der elterlichen Wohnung Klavier. Sein Vater hört ihm zu. Und es war Samstagvormittag, so gegen 10 Uhr. Und ich habe lange Jahre Klavier gespielt. Und ich habe gerade was Neues angefangen zu üben. Und mein Vater war schon im Staubmantel mit seinem Berett und saß da und hörte mir zu. Ganz ungewöhnlich. Und ich sagte, Vater, später, wenn ich besser geübt habe, da hat er mir bloß hinten auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, schade, dass ich dich nicht weiter hören werde. Meine Mutter war in der Küche und mein Vater war schon beinahe auf der Treppe. Rief meine Mutter, wann kommst du zurück? Und seine letzten Worte waren, ich weiß nicht, ob ich überhaupt hinkomme. Lev Rebit arbeitet aus dem westdeutschen Exil gegen das Sowjetregime in seiner Heimat. Das ist sein Todesurteil. München ist damals ein Sammelplatz für sowjetische Exilanten. Die Stadt liegt im Visier des KGB. Bogdan Staschinski ist vom KGB auf Lev Rebit angesetzt worden. Als Rebit im Bürohaus Stachus Nummer 8 das Treppenhaus zu seinem Büro erreicht, wartet auf dem Treppenabsatz Staschinski bereits auf sein Opfer. Staschinski trägt in eine Zeitung gewickelt eine Waffe bei sich. Scheinbar zufällig begegnet er Rebit und trifft ihn mit seiner Waffe ins Gesicht. Rebit ist sofort tot. Staschinski entkommt ungesehen. Und meine Mutter wurde benachrichtigt und sie eilte hin, Stachus Nummer 8, auf der Treppe. Und sie fand ihn auf der Treppe liegend noch. Und auf seinem Gesicht waren so kleine Bluttröpfchen. Die Blutspuren stammen von den Glassplittern einer Giftampulle, deren Zerbrechen Cyanidgas freigesetzt hat. Sie ist Teil einer tödlichen Waffe, die der KGB eigens für diesen Mord entwickelt hat. Es gab eine spezielle Gruppe von Leuten, die so etwas taten. Dies waren Teams von 4 bis 7 Mann, die extra für diese Auftragsmorde ausgebildet wurden. Bogdan Staschinski, der Mörder von Lev Rebit, ist nicht der einzige Auftragskiller des KGB. In einem geheimen Ausbildungsprogramm werden Männer wie er darauf trainiert, Feinde der Sowjetunion zu liquidieren. Erst nach dem Überlaufen mehrerer KGB-Killer in den Westen wird diese Gruppe aufgelöst. Nach den 60er Jahren ist diese Gruppe aufgegangen in eine kleinere Abteilung für unbemerkte Auftragsmorde mit Spezialtechniken. Diese Abteilung und Aufträge existieren bis heute. Der lange Arm des KGB reicht weit hinein ins geteilte Deutschland. Mord, Erpressung und Entführungen gehören zum Repertoire der sowjetischen Geheimdienstoffiziere. Ihre Zentrale liegt in Moskau. In einem populären KGB-Song besingen sie sich selbst als Soldaten einer geheimen Armee. Где в необъявленной войне
Не объявляют перемирий. Пусть вместо славы и наград тебя безвестность ожидает. Ты тайной армии солдат. У нас профессия такая. Die Lubjanka mitten in Moskau ist die Schaltzentrale des KGB. Von diesem Gebäudekomplex aus führt der Geheimdienst seinen unsichtbaren Krieg gegen alle, die das Sowjetsystem wirklich oder scheinbar gefährden. Wir waren ein Teil des Staatsapparates, so wie eben auch andere Sicherheitsorgane. Ich denke, jeder vernünftige Staat braucht einen solchen Apparat, um ein friedliches Zusammenleben mit anderen Staaten zu gewährleisten. Die Geschichte des KGB in Deutschland beginnt mit dem Zweiten Weltkrieg. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion ist für die Führung in Moskau ein Trauma. Dem Inferno des Krieges fallen auf sowjetischer Seite 20 Millionen Menschen zum Opfer. Aber die Rote Armee wendet das Kriegsgeschehen und stößt in Richtung Deutschland vor. Als die sowjetischen Truppen in Deutschland einmarschieren, zieht als düsterer Schatten auch der Geheimdienst NKWD mit, der berüchtigte Vorgänger des KGB. Lavrenti Beria selbst, der Chef des NKWD, nimmt sein neues Hoheitsgebiet in Augenschein. Die Strategie nach 1945 war zunächst Terror, wofür eine spezielle Abteilung namens SMERSH zuständig war. Die Bewohner der sowjetischen Zone lebten also unter ständiger Bedrohung. Besondere Aufmerksamkeit schenkt der sowjetische Geheimdienst dem riesigen Heer der deutschen Kriegsgefangenen, auch jenen in den Lagern der Westalliierten. Unter ihnen, zwischen einfachen Soldaten und Kriegsverbrechern, befindet sich auch der 15-jährige Hitlerjunge Willi Leppler. Im Sommer 1945 wird er nach Hause entlassen, ins sowjetisch besetzte Storkow bei Berlin. Sein Weg quer durch Deutschland wird der letzte sein, den er in diesem Sommer in Freiheit zurücklegt. Willi Leppler ist einer von vielen, die von NKWD-Offizieren verhaftet werden. Der Terror soll die Bevölkerung einschüchtern. Am 21. September 1945 wurde ich in der Mittagspause in Storkow von zwei NKWD-Leuten in Zivil, die mit einem alten deutschen DKW angefahren kamen, auf den Hof verhaftet. Ungefähr zur selben Zeit wird die Schülerin Gisela Gneist in Thüringen von NKWD-Offizieren verhaftet. Die 15-Jährige wird beschuldigt, eine antisowjetische Verschwörung unterstützt zu haben. Morgens um 5:30 klopfte das an die Tür. Und dann wurden wir eben in kleinen Trupps abgeholt, nicht alle mit einem Mal, immer so 3 bis 4 Mann. Und ich bin dann am 30. Dezember verhaftet worden, die letzten dann am 5. Januar. Das begann eigentlich das Verhör nach Namensnennung. Sie haben eine Pistole. Ich habe gesagt, ich habe keine Pistole. Es ging ein paar Mal hin und her, er sprach sehr wenig, kaum Deutsch. Und ich habe dann, ich glaube, eine DIN A4-Seite in kyrillischer Schrift unterschrieben. Und wurde runtergeführt in den Keller.
der Anblick, der sich einem bot, als dann zum ersten Mal die Kellerzellen aufgeschlossen wurden, der wird unvergesslich bleiben. Die Frauen waren alle halbnackt, weil die Kellerräume total mit Flöhen und Läusen gefüllt waren. Und sie waren dabei, sich zu lausen, und die Kopfhaare lausen sie sich gegenseitig. Und es war ein unheimlicher Gestank auch in diesen Kellerräumen. Noch im selben Sommer 1945 wird Willi Leppler vom russischen NKWD in das sowjetische Speziallager Ketschendorf verlegt. Das war ein warmer Septembertag, an dem ich verhaftet wurde. Ich hatte nur eine Jacke, Hose, ein Taschentuch und hatte also und Schuhe, Strümpfe. Das war meine Kleidung für die nächsten 3 Jahre eigentlich. Und wir waren in einem Haus mit 2 Eingängen, zweistöckig, 2 Eingängen, waren 1400 Jugendliche. Und ich habe da also im Sommer 46 so etwas wie sozusagen nicht absichtliche Folter erlebt. Also meine Kniescheiben waren offen. Meine Schulterblätter waren und die Hüftknochen auch und die Ellenbogen. Und dann als Unterlage nur Schalbretter. Es gab also keine weiche Unterlage. Und ich erinnere mich, ich konnte nicht liegen. Gisela Gneist wird ins ehemalige KZ Sachsenhausen gebracht. Sachsenhausen ist eines von 10 sogenannten Speziallagern, die der sowjetische Geheimdienst nach 1945 im Osten Deutschlands einrichtet. Dort werden neben Menschen, die durch ihre Mitwirkung am nationalsozialistischen Regime belastet sind, auch völlig Unschuldige eingesperrt. Als wir dann kurze Zeit da waren in Sachsenhausen, da wurden die Essensrationen halbiert. Da kriegten wir dann nur noch 300 Gramm Brot und die Suppe wurde auch weniger. Und da begann dann das ganz große Sterben. Von den Storkma-Häftlingen ist die Hälfte gestorben und vornehmlich in dieser ersten, also in diesem ersten Dreivierteljahr 46. Von insgesamt 154.000 Insassen in den Lagern sterben bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1950 knapp ein Drittel. In den Lagern Hunger und Terror herrscht, arbeitet die Besatzungsmacht in der sowjetisch besetzten Zone an der Errichtung einer sozialistischen Republik. Sie soll die Herrschaft der UdSSR über Ostdeutschland langfristig sichern. In den westlichen Zonen Deutschlands beginnt das politische Leben neu, unter der Kontrolle der Westalliierten. Berlin wird zum Brennpunkt, an dem beide Systeme direkt aufeinandertreffen. Noch sind die Grenzen offen. Am östlichen Rand Berlins errichtet der sowjetische Geheimdienst NKWD seine Residenz. Sie wird bald zur wichtigsten Basis außerhalb der Sowjetunion. Ihr Standort? Der Ostberliner Stadtteil Karlshorst. Der Apparat, man nannte es den Apparat, befand sich in Karlshorst. Das hieß der Apparat. Bezeichnete also die Sonderstellung, die besondere Größe auch. Wir gingen eigentlich immer davon aus, dass es so um die 600 Kaderoffiziere in Karlshorst gab. Es war eine kleine Kopie des großen Moskauer KGB. Der sowjetische Bezirk in Karlshorst ist eine eigene Welt, sorgsam abgeschirmt.
Ich hatte einen eigenen Passierschein und nur damit konnte man den Bezirk jederzeit verlassen und betreten, durch die Kontrollpunkte. Dort lebten und arbeiteten wir als Abteilung des KGB der UdSSR. Wir waren untergebracht im St. Antonius-Hospital. Und außerdem in der ehemaligen Ingenieurschule der Wehrmacht. Das Sperrgebiet von Karlshorst umfasst 64 Hektar. Es bleibt streng bewacht bis zum vollständigen Abzug der russischen Truppen aus Berlin. Karlshorst 1948 war Karlshorst noch umringt von einem Zaun. Und selbst der Verlauf der Straßenbahn war durch zwei 3,5 Meter hohe Zäune abgeschirmt. Karlshorst war insgesamt sehr streng bewacht. Zum Hauptquartier des KGB gehören eigene Kommunikationszentren, eine Klinik, Offizierswohnungen und ein eigenes Restaurant. Die KGB-Mitarbeiter wissen das vergleichsweise angenehme Leben in Berlin zu schätzen. Also, wir hatten eine Offiziersunterkunft innerhalb des Bezirks. Dort lernte ich am 1. Januar 1952 meine zukünftige Frau kennen und heiratete sie. In unserer Freizeit ging es fröhlich zu. Es gab viele junge Menschen, die dort arbeiteten, junge Frauen und junge Männer. Materiell ging es uns dort gut, sogar sehr gut. Es gab dort sogar das Restaurant Volga, das sehr gut war, in dem wir abends oft gegessen haben. Es war ein großer Kontrast zur Lage der Deutschen. Viele Deutsche mussten hungern. Für eine Packung Butter konnte man einen Menschen kaufen. Die Möglichkeit, im Nachkriegsdeutschland Menschen zu kaufen, nutzen die Geheimdienste vieler Nationen. Für sie bietet der Konflikt der Systeme die Gelegenheit, auf den künftigen Weg Deutschlands Einfluss zu nehmen. In Berlin beginnt der Krieg der Agenten. Viele Deutsche in Ost und West werden in ihn verstrickt, freiwillig oder unfreiwillig. Ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder fünfte Bürger in Ost- und Westdeutschland mit einem Geheimdienst zusammengearbeitet hat, freiwillig oder unfreiwillig. Sogar die Belgier, Holländer und Skandinavier haben in Berlin gearbeitet. Ich selbst hatte die Ehre, mit einem türkischen Agenten zu arbeiten. Sogar die Türken haben versucht, sich einzumischen. Im Westteil Berlins, in der Kleeallee, haben die Amerikaner ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Im großen Komplex des US-Headquarters verbirgt sich auch der amerikanische Geheimdienst CIA. Der KGB-Offizier Vitali Korotkov wagt sich selbst einmal in die Höhle des Löwen. Die Amerikaner waren also in der Kleeallee. Die CIA hatte dort ihr Zentrum. Hineingehen und sich dort aufhalten konnte jeder. Auch ich bin einmal vor Ort spazieren gegangen, um mir ein Bild von dem Gebäude zu machen, von der ganzen Atmosphäre. Aber ein Mitarbeiter der CIA oder eines anderen Geheimdienstes einfach so auf der Straße zu treffen, das war natürlich unmöglich, nicht wahr? Na,
Der Kalte Krieg zwischen CIA und KGB am Brennpunkt Berlin wird zum Vorbild für zahllose Agenten-Thriller. Natürlich gab es Todesfälle, aber auf beiden Seiten und sogar mit sehr brutalen Methoden. Die Aufklärer auf beiden Seiten haben mit sehr brutalen Methoden gearbeitet. Ich selbst kann Ihnen darüber nichts Genaueres sagen. Was ist denn los? Keine Ahnung, er läuft nicht mehr. Ich glaube, es liegt an der Benzinpumpe. Moment, ich sehe mal nach. Ja, sieh mal nach. Ich hole das Werkzeug dazu. Au! Wie viele Agenten aus östlichen und westlichen Geheimdiensten den blutigen Gefechten zum Opfer fallen, wird nie bekannt. Von Agentenromantik keine Spur. Natürlich ist dies kein Spiel. Dies ist Arbeit. Das ist das Leben. Das ist Anstrengung und Widerstand. Es gibt sicherlich auch Elemente von Krieg. Ich würde dies sicherlich nicht als Spiel bezeichnen. Wenn man das ernst betreibt, können einem keine Assoziationen von Spiel in den Sinn kommen. In Moskau demonstriert zur selben Zeit die Führung der Sowjetunion die Stärke ihrer gewaltigen Armee. Doch im Rennen um die Atombombe liegt sie gegenüber den USA noch weit zurück. Stalin drängt auf die Atombombe und beauftragt seinen Geheimdienst mit der Lösung des Problems. Sie führt nach Deutschland. Schon seit Sommer 1946 leitet dort eine Spezialeinheit des NKWD im sächsischen Erzgebirge geheimnisvolle Grabungen. Unter sowjetischem Befehl legen einheimische Arbeiter längst vergessene Erzbergwerke wieder frei. Einer der dienstverpflichteten Deutschen ist August Preuß. Gut, ich kriegte meine Verpflichtung aufgrund russischer Anordnungen. Wir haben scheinbar den Schacht dann so vorgefunden, wie er vor 400 Jahren oder 300 Jahren verlassen worden ist. Das Ziel der geheimen Grabungen bleibt den Deutschen zunächst verborgen. Unter den allerschwersten Bedingungen machen sie die Bergwerke wieder zugänglich. Man hat sich gewundert, dass Russland, das Riesenreich, auf solche Gebiete verpicht war wie das Erzgebirge. Das Geheimnis ruht in den Wänden der alten Stollen. Uran. Nun, die Wismut, der Uranabbau im Erzgebirge. Er begann unmittelbar nach Kriegsende. Und wir hatten, als wir dieses Territorium eroberten, schon erste Daten zu den Lagerplätzen. Der sowjetische Geheimdienst errichtet im Erzgebirge ein autonomes Herrschaftsgebiet, über Tage wie Untertage. Viele Bergleute werden durch Unfälle und Radioaktivität sterben. Alles wird dem großen Ziel untergeordnet: Uran für die Bombe. Der Russe igelte sich dann ein. Da waren in Annaberg waren ganze Straßenzüge beschlagnahmt, Wohngebäuden. Bei den Russen waren die Zäune 3 Meter hoch und alles Bretter, dass man nicht durchgucken konnte. Wo bloß jeder Bürger immer wieder sagte, wer weiß, was die da hinten wieder aushecken. Die Schächte werden von russischen Geheimdienstkräften streng bewacht. Kein Gramm Uran soll verloren gehen im Atomwettlauf mit den Amerikanern. Man setzte mich als Übersetzer an den Zugängen zu den Schächten ein.
So konnte ich die Bergleute befragen, die mit dem Uran aus dem Bergwerk herauskamen. Der Geigerzähler, der war schon da. Und wenn man dann durch die Wache ging und es piepste, umkehren, rauf in die Verwaltung, ausziehen. Ich hatte nur einen einzigen solchen Fall. Eine Frau wurde angehalten und man fand bei ihr einen Klumpen Uran von 2,5 Kilogramm. Sie gestand, ihn allein genommen zu haben, um ihn dann an die Amerikaner weiter zu verkaufen. Die Uranförderung bleibt den westlichen Geheimdiensten nicht verborgen, trotz aller Kontrollen. Die Menschheit war überwacht. Also es war die Gefahr da. Also man müsste schon vorsichtig sein und überlegen, was man sagt, wenn man zu Hause bleiben wollte, wie es so schön hieß. Nur mit dem Uran aus dem Erzgebirge kann es eine schnelle sowjetische Atombombe geben. 1949 ist das Ziel erreicht. Der russische Geheimdienst hat in Deutschland einen seiner größten Siege errungen. Die Sowjetunion hat die Atombombe. Das war ein sehr ungewöhnliches Ereignis, denn selbst die Amerikaner haben nicht angenommen, dass wir in der Lage waren, die Atombombe schon zu zünden. Es war wirklich eine Explosion in der ganzen Welt. In der neu gegründeten DDR bricht die Unzufriedenheit ihrer Bewohner mit dem verordneten sowjetischen System offen aus. Den KGB trifft der Aufstand völlig unvorbereitet. Während die Demonstranten die Straßen beherrschen und die DDR-Führung nach Karlshorst flieht, zieht der KGB seine eigenen Schlussfolgerungen. Er muss den Bruderdienst in der DDR aufrüsten, um solche Gefahren künftig ausschalten zu können, auch ohne russische Panzer. Im selben Jahr gehen die Teilnehmer des ersten Lehrgangs der DDR-Auslandsspionage bereits ihrer Arbeit nach, angeleitet und beaufsichtigt vom KGB. Ja, man muss natürlich berücksichtigen, dass wir als junge Menschen von einer solchen Tätigkeit überhaupt keine Ahnung hatten. Und waren da natürlich zunächst mal froh darüber, dass an unserer Seite ältere sowjetische Kundschafter oder, wie man sagt, Nachrichtendienstler waren, die uns eben helfen sollten. Ja, es war eine Beratertätigkeit, die letztlich aber doch in der ersten Zeit so weit ging, dass die sowjetischen Berater bestimmt haben, ob etwas, was wir dann vorgeschlagen haben zu tun, gemacht wird oder nicht. Der KGB hält seine deutschen Schützlinge fest im Griff, bis hin zu Verwaltungsfragen. Das war für uns ein Horror. Zum Beispiel mit der Führung der Akten. Also da wurden Akten nicht einfach gelocht und dann eingeheftet, sondern die wurden eingenäht. Das heißt, mit Nadel und Bindfaden wurde also jede Seite dann einzeln in eine Akte eingenäht. Und das war für uns ungewohnt und wir haben das auch nicht lange durchgehalten und lange mitgemacht. Wir haben es dann nach unserer Art und Weise, wie man Akten abheftet, eben getan. Bis zu seiner Auflösung wird das Ostdeutsche Ministerium für Staatssicherheit, bekannt als Stasi, mehrere Millionen Personenakten anlegen. Jeder Fall ist ein persönliches Schicksal.
Eine der ersten Operationen, die das Ministerium für den KGB ausführt, betrifft Dr. Werner Linse. Werner Linse, Mitglied des Bundes Freiheitlicher Juristen, dokumentiert Rechtswillkür in der DDR. Er wird 1952 in West-Berlin auf offener Straße entführt. Berlin und die Welt sind empört über diesen neuen Fall eines Menschenraubes am hellen Tag. Diese Augenzeugen berichteten unserem Kameramann, wie es geschah. Dr. Linse wurde von zwei Unbekannten ergriffen und in ein bereitstehendes Auto geworfen. Menschenraub, das gemeinste Verbrechen gegen die persönliche Freiheit. Nur die Brille des Verschleppten blieb zurück. In rasender Fahrt jagte der Wagen über die Sektorengrenze auf sowjetzonales Gebiet. Werner Linse wird von der DDR-Staatssicherheit dem KGB übergeben und 1953 in Moskau erschossen. Im Westen, in der Bundesrepublik, beginnt bereits das Wirtschaftswunder. Hinter den glitzernden Fassaden arbeiten unter der Obhut der Westmächte auch dort Geheimdienste. Sie sollen die junge Republik vor allem vor Angriffen aus dem Osten schützen. Im Münchner Vorort Pullach wird 1956 der Bundesnachrichtendienst gegründet. Er soll vor allem gegen die Ostblockstaaten arbeiten. Der KGB zeigt sich von seinem neuen Gegner nicht sehr beeindruckt. Nein, wir haben keine besondere Bedrohung durch den westdeutschen Geheimdienst erfahren. Auch wenn der deutsche Geheimdienst sehr sorgfältig arbeitete, war er zwar ein Gegner, aber doch keine tödliche Gefahr. Hinter den streng bewachten Mauern des BND in Pullach arbeitet Heinz Felfe. Sein Spezialgebiet ist die Bekämpfung des KGB. Durch einige Erfolge auf diesem Gebiet macht er schnell Karriere. Ja, ich bin wahrscheinlich aufgefallen durch erfolgreiche Gegenspionage-Ergebnisse. Ich habe vor allen Dingen in einer Reihe von Fällen aufgedeckt, dass es Fehler gegeben hat, habe Pannen verhindern helfen. Was man in der Behörde nicht weiß, Heinz Felfe ist seit seinem Dienstantritt auch Agent des KGB. Der sowjetische Geheimdienst hat ihn mit Geld und Freundschaft geworben und sein dunkles Geheimnis genutzt. Heinz Felfe war, wie eine ganze Reihe seiner Kollegen, Mitglied der SS. Er hatte, glaube ich, nicht besonders kriegsverbrecherische oder Menschenrechtsverletzungen begangen. Aber die Tatsache, dass er dort war, die hatte er verheimlicht. Wir müssen hier gar nicht von Erpressung sprechen. So etwas haben sich alle Geheimdienste zu Nutzen gemacht. Die Amerikaner, die Engländer oder die Franzosen. In Einzelfällen, nur in Einzelfällen, haben auch wir das gemacht. Alles, was über Heinz Felfes Tisch beim BND geht, gelangt auf geheimen Wegen nach Moskau. In welcher Weise erfolgt denn der Transport Ihres Wissens an den KGB? Da gibt es die alten klassischen Möglichkeiten, die jeder Geheimdienst hat, durch Kurier, durch latente Schrift in Briefen oder durch Mikrate, also Kleinstfotoaufnahmen, die verkleinert werden, sodass sie die Größe einer Schreibmaschinenpunktes haben oder in einer Postkarte verborgen werden können. Einen Funkverkehr habe ich nicht gehabt, ich habe nur Funkverkehre abgehört und dadurch also Führungshinweise bekommen. Er war ja nun
derjenige, der verantwortlich war für die Aufklärung des KGB und er hielt Vorträge auch darüber. Und da hatte er einen Standardvortrag, da sagte er, also das KGB gliedert sich so und so und hat folgende Zielsetzung und Verbindung zu seinen Agenten hält das KGB auch über, damals hieß es glaube ich schon bei uns auch A3-Verkehre, also Funksprüche mit gesprochenen Zahlenreihen, die der Agent, also der Adressat dann entschlüsseln konnte mit Hilfe von den entsprechenden Zahlenreihen, die er wieder hatte. 7, 3, 7, 9, 6, 7. Einen A3-Verkehr des KGB spielte er dann vor in seinem Vortrag. Und das war der A3-Verkehr, der an ihn gerichtet war. Also das war schon eigentlich irgendwo ziemlich bizarr. Heinz Felfe wird 1961 enttarnt. Der KGB verliert damit eine seiner wichtigsten Quellen. Ich kann Ihnen sagen, dass in den 10 Jahren seiner Zusammenarbeit mit uns die Sowjetunion nicht einen einzigen Agenten in der BRD verloren hat. Das sagt eigentlich alles. Seltene Aufnahmen von KGB-Agenten im Westen. Gut getarnt leben sie als Ehepaare oder Geschäftsleute inmitten der Gesellschaft, auch in der Bundesrepublik. Äußerlich sind sie ganz normale Bürger, die ihren Garten und das gute Leben lieben. Im Geheimen erfüllen sie Spionageaufträge aus Moskau. Der KGB nennt sie Illegale, weil sie unter gefälschten Identitäten mit falschen Papieren im Ausland leben. Einer ihrer Ausbilder erinnert sich. Die Illegalen waren sowjetische Aufklärer, die unter fremder Identität im Ausland arbeiteten. Diese Abteilung war in der DDR angesiedelt, denn die DDR war im Vergleich zu dem, was wir in Russland hatten, näher am Westen. Diese illegalen Mitarbeiter haben dann, um die westliche Mentalität zu verstehen, unter falscher Identität in kleinen Geschäften gearbeitet, zum Beispiel in Apotheken. Deshalb fand die Ausbildung der Illegalen hauptsächlich in der DDR statt. Illegale, die ihre Ausbildung beendet hatten, sind in unterschiedliche Richtungen gegangen. Eine Gruppe hat für die politische Aufklärung gearbeitet. Wieder andere haben in der ökonomischen Richtung gearbeitet. Eine dritte Gruppe war in der technischen Aufklärung aktiv. Ziel der technischen Aufklärung ist vor allem die Rüstung des westlichen Gegners. Die militärische Überlegenheit der USA und ihrer NATO-Verbündeten bereitet der sowjetischen Führung große Sorgen. Die NATO war angsteinflößend. Sie war eine gewaltige militärische Maschinerie. Eine Schlüsselrolle nahm dabei die Bundesrepublik Deutschland ein. Dort versucht der KGB, an amerikanische Waffentechnik zu kommen. Ein begehrtes Objekt ist die neu entwickelte Sidewinder-Luftabwehrrakete. So kommt es am 22. Oktober 1967 auf dem Fliegerhorst Zell bei Neuburg an der Donau zu einem besonders spektakulären Erfolg des KGB. 3 Männer bereiten den Diebstahl einer Sidewinder-Rakete vor. Der vom KGB geworbene Architekt Manfred Ramminger und sein Fahrer Josef Linowski haben den Bundeswehrpiloten Wolf-Dietard Knoppe für die Aktion rekrutiert. Knoppe, der auf dem Fliegerhorst stationiert ist, soll den beiden für 20.000 D-Mark den Lagerort der Raketen zeigen.
Als er vorm Tor stand, es war ja nun schon dunkel geworden, hinten bellten die Hunde irgendwo, ab und zu fuhr auch mal ein Jeep, ne? Weil die Wachen fuhren ja auch mal, ne? Hat Linowski plötzlich gesagt, er macht das nicht allein. Da habe ich gesagt zu Ramminger, dann müsst ihr beide darüber gehen. Nee, hat Ramminger gesagt, ich muss ja hier warten, ich muss ja auch das Auto wegfahren, die Mercedes war ja sein Mercedes. Nee, und dann ging das da hin und her erstmal das Diskutieren. Und dann hat er es tatsächlich fertiggebracht, dass ich mit Linowski dann darüber geschlichen bin. Über den Zaun dringen Knoppe und Linowski auf das Gelände vor. Gemeinsam haben wir das Ding vorne und hinten angepackt, auf die Schubkarre und bei Vollmond, quer über die Startbahn, bis zu dem Punkt am Tor, wo Ramminger stand und wartete. Da haben wir das Ding rübergehievt, dann haben sie festgestellt, dass das zu lang war. Dann hat Linowski hinten das Fenster rausgetreten. Dann haben sie von hinten die Beine, die Sidewinder-Rakete durchgeschoben. Dann hat Ramminger ein paar Teppiche gehabt, dann haben sie die hinten drumherum gebunden. Und dann bin ich abgehauen und habe gesagt, so, mir reicht das jetzt, ich muss noch mal gucken, meine Frau hat ja Geburtstag. Und dann sind die weggefahren. Noch in derselben Nacht transportieren Ramminger und Linowski die Rakete nach Krefeld, Ramingers Wohnort. Linowski hat in der Garage die Rakete auseinandergebaut und Ramminger hat gesagt, er hat immer Angst gehabt, er fliegt in die Luft. Und dann haben sie sie verpackt und dann hat er seine Freundin als neutrale Person benutzt, die diese Sachen am Flughafen Düsseldorf nach Moskau aufgeben sollte. Und da war mir klar, was gespielt wurde. Aber da hing ich fest an der Angel schon. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Altes Spiel. Ja, und dann braucht man erst mal ein paar Wochen, das alles so zu verarbeiten, dass man also nun plötzlich vom russischen KGB oder wer auch immer, jedenfalls vom Geheimdienst, so angepult worden ist und lässt alles Revue passieren. Und da habe ich gedacht, siehst du, es war alles Asche. Knoppe, Ramminger und Linowski werden 4 Jahre später enttarnt und zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Geld und Ehrgeiz haben sie für das Angebot des KGB empfänglich gemacht. Viele werden ihnen in den kommenden Jahren folgen. Doch von den wenigsten wird die Öffentlichkeit erfahren.